Okay, servus Leute, hier ist der Adi G von der Doppelsprosse und ich mache heute ein Gespräch mit Cranky Raw. Ist auch ein YouTuber selber und macht auch viel Rohkost und auch sehr viel G-Sport und berät heute das Thema, also wir bereden heute verschiedene Themen über Rohkost, G-Sport und Fasten. Und ja, dazu werden wir uns gegenseitig ein bisschen fragen selber, was wir so machen, wie wir auf dem Weg selber gefunden haben. Und ja, werden uns dann kurz beide mal vorstellen. Ja, dann stelle ich mal die erste Frage mal an Cranky Raw. Wie bist du auf Rohkost oder selber draufgekommen? Also erstmal guten Tag, liebe Leute. Hier ist der Cranky Raw, der Christian Frank. Zu der Frage, wie ich auf die Rohkost gekommen bin, das war damals im Studium, habe ich mich zunächst ein bisschen mit Geldanlagen beschäftigt, weil ich ja Wirtschaftsinformatik studiert habe. Und da war es ja dann so, dass ich dann so dachte, ja, Anlegen für die, als Vorsorge für die Zukunft macht ja jeder, einfach in Aktienanlegen, habe ich mich ein bisschen in das Thema so reingefuchst. Bin halt da auf Dirk Müller zum Beispiel gestoßen, mit dem Geldsystem, wie es halt kritisiert habe, und weil ich halt auch ein bisschen mit dem Logarithmus vom Studium Kenntnisse hatte, dachte ich mir, ja, der redet da schon Sinn und da ist halt irgendwas falsch an dem Geldsystem. Und da bin ich halt dann immer weiter, habe dann weiter geschaut, weiter recherchiert und dann bin ich halt immer weiter in alternative Medienportale, Nachrichten, habe mir das immer wieder angeschaut und habe dann hier sozusagen Bewusstsein entwickelt, dass ich halt mir jetzt mehrere Seiten anschaue, also nicht nur das von, keine Ahnung, wenn man das halt im Fernseher anschaut oder im Radio halt, sondern mir auch wirklich alternative Denkweisen, Nachrichten dann mit alles nachschaue. So bin ich auch einfach in verschiedene Themen reingestoßen und dann bin ich zum Beispiel auf ein Video gestoßen, wo ein älterer Mann gesagt hat, er hätte sich vom Krebs geheilt, indem er täglich einen Wildkräuter-Smoothie getrunken hat. Und dachte ich mir so, wow, wie hat er denn das geschafft? Hab mir das Interview dann 15 Minuten angeschaut. Das war so ein Interview im Fernseher, ich glaube ZDF oder Tagesschau. Und da haben halt die unterschiedlichen Leute halt erstmal gesagt, ja, das glauben sie nicht oder das ist doch alles Unfug oder so. Dann hat er gesagt, doch, das hat er wirklich gemacht. Dann hat er wirklich seine Geschichte so erzählt, ja, Brennnessel-Smoothie, jeden Tag frisch aus dem Garten mit Leinsamen und sowas. Und da hat er wirklich das so durchgezogen und hat sogar einen Smoothie mit ins Studio genommen und hat dann wirklich darauf geschworen, dass es so klappt. Und da dachte ich mir so, wow, also da muss ja irgendwas dran sein. Vorhin habe ich mich sehr konventionell ernährt, also ganz normal Sport hat auch gemacht, Magerquark, Putenfleisch, sowas halt das Ganze halt, aber habe Streetworkout, also natürliches Bodybuilding oder Calisthenics gemacht, also nicht Bodybuilding im Fitnessstudio, sondern schon draußen in der Natur. Und da wollte ich allgemein schon ein bisschen mehr, nicht nur so viel dieses Milch- und Fleischprodukte messen, sondern auch mehr auf Gemüse umstellen. Das war schon vorher mein Gedanke. Da habe ich mir halt deswegen nochmal weiter in die Ernährung reingeschaut, also vegetarisch, vegan, Paleo, Vollwerternährung und letztlich auch in die Rohkost. Und da habe ich die ersten Videos, die mir angeschaut haben, waren vom Henry und von der Silke, auf Sizilien, glaube ich. Dann habe ich mir das immer so weiter angeschaut. Dann haben sie halt auch ein bisschen über das Fasten geredet, habe ganz so geglaubt oder war noch nicht so überzeugt oder so weiter. Aber ich habe mir dann trotzdem weiter in die Ernährung eingelesen, mir Sprossen dann irgendwann gezogen, habe da mal geschaut, wie man das alles machen kann, bin dann auch immer viel in die Natur gegangen, habe mir dann Wildkräuterbücher gekauft. So ging es dann im Sommer weiter und dann hat das Studium angefangen und habe ich dann im Sommer weiter vegetarisch gemacht und dann habe ich halt die Schritte ziemlich schnell gemacht, also bin ich auch vegan, ziemlich schnell umgestiegen und dann mit dem Studiumstress war es dann nicht ganz so optimal, wie es dann wie ich es gedacht hatte, mit meinem Perfektionismus auch noch von dem Studium und das, was die Schule leider oft Schülern reinpresst, sage ich mal.
Da habe ich mich halt in dem Jahr auch entschieden, das war glaube ich vor circa 1,5 Jahren, komplett auf Rohkost umzusteigen, habe immer Smoothies getrunken und sowas und es war einfach viel zu schnell und mein Körper hat deswegen auch ziemlich stark reagiert, wie man ja in meinem Erscheinungsfeedback glaube ich sehen kann. Und ja, und so ging es halt jetzt weiter und dann war ich halt ziemlich am Boden. Hatte dann kurz Rückfälle, weil ich mir nicht ganz so in die Rohkost-Thematik eingefunden hatte und dachte, dass ich mache halt irgendwas falsch. Bin auch dann am Anfang zum Arzt gegangen und hat mir dann alles Mögliche empfohlen, habe mich dann voll gestoppt und ich habe mich dann richtig elend gefühlt. Bin halt dann bis März, Mai so in die Zeit dann rum und dann letztes Jahr im Juli war das, glaube ich, dann mit meinem eigenen YouTube-Kanal dann angefangen, wo ich dann selbst mich dann weiter belesen habe, Galina Shatalova gelesen, Arnold Ehret, sowas. Ich habe mich viel weiter in die Thematik mit einbefunden, habe dann entschieden, dass ich wieder 100% Rodern wieder bin, so ab Anfang Juni halt, Anfang Mai, Juni so. Und ja, seitdem mache ich halt jetzt YouTube, mache auch momentan betreibe einen Blog und da kann man halt sozusagen meine Geschichte, mein Gewicht halt auch immer mit sehen. Und dann letzten Juli habe ich mich dazu entschieden, einen regionalen Urproduzenten bei mir im Dorf zu unterstützen. Das ist dann so, der baut halt gentechnikfrei, pestizidfrei an. Und da wird halt wirklich alles mit der Hand gemacht, also Hacken, Kartoffelkäfer abklauben. Und das ist halt so, dass ich dann die als Entlohnung die Erzeugnisse bekomme und das ist halt dann so das Geben und Nehmen von ihm. Und da bin ich auch auf das Gärten und auf die Selbstversorgung gekommen, dass ich auch jetzt weiter meinen Garten von meinen Eltern ziemlich gut weiter voranbringe. Habe auch jetzt schon hier viele Pläne, kann man übrigens auch in meinen Videos sehen zum Teil. Und ich informiere mich halt da auch wirklich sehr viel für die Selbstversorgung, weil das gehört für mich persönlich auch mit zur Rohkost, dass man seine Sachen auch wirklich selbst mit anbaut und nicht nur im Supermarkt geht, sich Nahrungsergänzungsmittel reinpfeffert und hier und dann das Bewusstsein irgendwie nicht schafft für Lebensmittel oder richtige Lebensmittel, weil es Rohkost ist halt sozusagen für mich so ein Einstieg, aber die Lebensweise muss komplett umgekrempelt werden. Da gehört auch, wie gesagt, die Ernährung dazu, aber auch das eigene Anbauen, die Umwelt, Naturbelassenheit, viel in den Wald gehen, Meditation, das gehört halt alles dazu. Und auch das Tai Chi, was ich seit März mache, also das Tai Chi Quan und Shaolin Qigong zum Beispiel, das gehört einfach alles dazu. Also da. Ich bin halt immer so der Meinung, wenn die Leute meinen, ja, die Ernährung passt schon, davon werde ich gesund oder so. Ja, am Anfang fühlst du dich vielleicht besser, aber irgendwann, wenn du weiterkommst, weiter gereinigter wirst, mit deinem Körper weiter vorangehst, dann reicht die Ernährung nicht. Wenn du weißt, dann fehlt dir was, dann merkst du, du brauchst Luft, Sauerstoff, Sonnenenergie. Einfach Tätigkeiten, die dich erfüllen, wenig Stress, Erholung, Entspannung. Das gehört alles dazu und ich bin halt ehrlich der Meinung, dass es ein unserem System momentan noch nicht ganz der Fall ist. Es gibt auch wieder einige Ausnahmen. Zum Glück lebe ich auf dem Dorf, da ist es nicht ganz so hektisch. Aber in der Stadt habe ich es auch selbst gemerkt, wenn ich auf Rohkosttreffen gehe, dass dann die Leute sehr hektisch sind und auch hier nicht so, auch oftmals sie nicht die Möglichkeit haben, ihre entsprechenden Träume, Bedürfnisse oder den Wandel voranzutreiben. Ja, genau, also das war jetzt so kurzum eine kleine Vorstellung von mir und da würde ich jetzt mal dich bitten, einfach dich kurz vorzustellen, weil ich persönlich kenne dich auch erst seit ein paar Wochen. Und ja. Genau. Die finde ich halt ziemlich interessant und da möchte ich einfach mal so reinschauen, weil ich glaube, du wohnst in der Stadt. Du fährst mit deinem Bruder, wie ich es von den Videos gesehen habe, viel mit dem Fahrrad rum, bist. Also es ist halt auch mit Minijobs dein Geld zu verdienen. Und es hat mich halt sehr interessiert. Und deswegen möchte ich einfach mal, weil ich ja auf dem Land wohne und du in der Stadt, dass die Leute, die in der Stadtregion leben, wie sie zum Beispiel ihr Leben einfach besser gestalten können. Also daher möchte ich einfach mal das Wort dir geben, Adi. Und stelle dich einfach mal vor. Genau. Genau, Christian. Genau, mein Name ist Adi G.
Ich habe ja auch noch einen Zwillingsbruder, Kemji, und der ist heute in Mannheim. Der ist heute nicht da, weil ich war jetzt die Woche auf einem Seminar beim Edersee. Habe ich auch ein bisschen genossen. War sehr schön, die Natur mal. Also sehr schöne Waldnatur. Und da die Woche habe ich echt mal genossen. Das war für mich Urlaub ein bisschen. Und selber zur Rohkost bin ich vor 2016 im August bin ich da draufgekommen. Mit meinem Bruder, da war es ziemlich heiß an dem Tag in Mannheim und da haben wir brutal geschwitzt und da dachten wir, nee, ich kann mir keinen mehr Kochkost geben, das kann ich mir einfach nicht mehr geben. Ja? Da dachte ich mir, mein Körper, wenn er weiter noch Kochkost verzehrt, der überreagiert irgendwann. Ja? Mhm. Und dann habe ich gemerkt, ich habe langsam halt mit der Rohkost angefangen. Klar, da habe ich sehr viele Früchte verzehrt, ja, habe ich auch haufenweise Datteln verzehrt, ja, manchmal auch 1 Kilo am Tag, ja. Aber das war halt so, ja, weil dein Körper muss sich halt auf diese Rohkostumstellung brutal umstellen, ja. Und das ist halt, der Körper gewöhnt sich halt langsam dran, ja. Aber es braucht halt Zeit, ja. Und da habe ich halt sehr, sehr viel Zucker verzehrt in der Zeit, ja. Aber es ist, glaube ich, bei jedem Rohköstler so am Anfang, dass er Früchte braucht, ja. Weil da wusste ich auch noch gar nicht, dass es Sprossen gab oder so Gräser oder sowas, ja. Ja, da war es noch eigentlich Fremdwort für mich. Und weil ich habe auch vom Helmut Wandmecker das Buch gelesen und da habe ich halt, deswegen habe ich das nach dem Prinzip so auch ausgelebt, ja, dass man sehr viel Früchte verzehrt, ja. Aber mittlerweile gibt es ja hier schon ja zu viele hochgezüchtete Früchte und zu wenige Wildfrüchte, ja. Und gut, es gibt noch teilweise Streuobstwiesen, ja, oder wenn man sie sich selber anbaut, ja, dann kann man noch eine gewisse Wildstruktur bekommen, ja, haben. Oder wenn man seinen eigenen Acker hat, weil ich hatte auch früher mal einen Acker gehabt, also in der Stadt sogar, ja, in Frankfurt. Du hast ja auch einen Acker selber, gell? Und das fand ich halt sehr gut, weil ich hatte ja 26 bis 34 Gemüsesorten plus noch ein paar Fruchtsorten für Skalis, Erdbeeren hatte ich auch. Und da hat man die Qualität geschmeckt, also der Boden war auch noch mit vollen Würmern, ja, die Kartoffelkäfer waren da auch drauf, ja. Das heißt, der Boden war, habe ich auch testen gelassen, war pestizidfrei, also gentechnikfrei, alles so. Und deswegen, das eigene angebaute Gemüse, Obst schmeckt viel besser als wieder aus dem Geschäft oder aus dem Laden, ja, weil das andere ist schon ewig alt, ja, schon über vielleicht 2 Monate gelagert, ja. Und das finde ich halt, wenn man so regional autark lebt, ja, das ist dann wirklich noch nachhaltig und umweltbewusst, ja, für die Welt, ja. Weil viele Leute, sag ich mal, die wollen halt nur ihren Genuss haben, ja. Die gehen einkaufen, wollen halt nur ihren Genuss befriedigen, ja. Aber mittlerweile bei der Rohkost hat sich bei mir die Zunge schon ganz geändert, die Geschmacksknospen bei mir auch. Und ich schmecke das Essen ganz anders als wie früher, ja. Deswegen, mir schmeckt wirklich alles, ja, auch das Bitterste schmeckt mir, ja. Das, wenn man gesund ist, selber, im Reinen, ja, dann schmeckt dir wirklich alles, ja. Und das braucht halt Zeit, alles Geduld, ja, das muss man sich aufbauen, kontinuierlich, und das braucht halt Zeit. Und wichtig ist klar, Ernährung ist nicht alles, es muss das Gesamtpaket stimmen, ja. Qi viel sammeln, ja, dann meditieren, im Wald spazieren gehen, auch mal die Seele baumeln lassen, ja. Ja, immer so im Yin und Yang sein, ja. Manchmal hart arbeiten, aber auch wieder zur Ruhe kommen, ja. Das ist wichtig, den Ausgleich zu finden, ja. Und wenn man die Balance aber nicht mehr findet, ja, und aus dem Gleichgewicht rauskommt, danach bricht alles zusammen, ja. Und darum ist es so wichtig, die Balance zu halten, ja, das Gleichgewicht immer zu halten, ja. Und das möchte ich halt auch auf meinem YouTube-Channel so weitervermitteln, ja. Ich habe letztes Mal so ein bisschen ein kleines witziges Video gemacht, ja, wo ich das eingeschnitten habe. Hast du ja auch bei mir geschrieben, ja, gehabt. Deswegen, ich wollte es einfach mal so austesten, wie die Zuschauer halt reagieren, ja. Normal bin ich eigentlich auch gar nicht dein Typ, ja. Aber wollte es einfach mal so machen, ja, weil ich schaue mir auch manchmal so von anderen YouTuber Videos an, ja, wie die es so gestalten, ja. Aber ich will halt das wirklich authentisch bringen hier bei meinen Videos, wahrhaftig halt, ehrlich, ja. Und
das möchte ich halt vermitteln. Ich möchte nicht nur Rohkost vermitteln, ich möchte auch Sport vermitteln, Gesundheit und noch viele weitere Themen, ja, weil durch, sag ich mal, die Ernährungsumstellung hat Zeit gebraucht, klar, aber auch die anderen Dinge haben alles, das hat Zeit gebraucht, ja, und ich sag mal, alles ist ein Training, ja, egal was du machst, ja, ob du jetzt an deinen Projekten arbeitest oder irgendwo an deinem Acker baust oder irgendwo mit sich mit Freunden triffst, ist alles ein Training, ja, ja, du musst wissen, was du machst, ja, genau, und es braucht halt Zeit alles, deswegen, genau, das war jetzt meine Vorstellung von mir, vom ADG, und genau, was wollen wir noch so weiter bereden, so, Christian? Ja, also, was mir so gefallen hat, ist, wo du das mit dem Qi angesprochen hast, mit dem Yin und Yang, ist, mein Meister sagt immer sowohl als auch. Also ich sehe es halt immer auch so, dass halt viele nur das ein Thema immer nur fokussieren, zum Beispiel in verschiedenen Facebook-Gruppen, zum Beispiel Tierleid oder Massensterben von Tieren oder der ganzen Massentierhaltung. Es ist wichtig, dass man auf solche Sachen hinweist, aber die Leute sehen halt oftmals nicht, dass viele verschiedene Dinge miteinander in Verbindung stehen und miteinander verwoben sind. Also sowohl, ich sag mal, das ganze Gesundheitssystem hat auch eine Querverbindung mit dem Geldsystem, hat auch eine Querverbindung mit unserem Anbau, mit der ganzen Chemieeinsetzung. Das ist halt eigentlich, alle fokussieren sich halt oftmals nur auf ein Thema, beharren immer nur auf ihr Thema, sehen aber meistens das Große und Ganze nichts und tun halt immer wieder auf ihre Wichtigkeit von ihrem Thema beharren und hören sich dann die anderen Meinungen nicht an oder tun die andere Meinung dann irgendwie als Verschwörungstheorie oder irgendwie so darstellen. Und da ist es einfach wirklich wichtig, mal die Dinge auch im Großen und Ganzen zu sehen. Es gibt auch leider viele Leute auch in der Rohkostszene, die mal nicht so die gute Arbeit machen. Das ist jetzt aus meiner Sicht zum Teil, dass halt auch wirklich welche nur aufs Geld aus sind oder irgendwie so die Leute betrügen müssen. Und da muss man halt sehen, das ist halt so Manipulation und das gibt es halt überall. Also nur weil jetzt jemand sich rohköstlich ernährt, heißt das nicht, dass er einen heiligen Schein über seinen Kopf hat und die komplette Menschheit retten will oder so. Das, es gibt auch Leute, die sich nicht rohköstlich, aber vegan oder vegetarisch ernähren und auch super Beiträge leisten für die Gesellschaft, nachhaltige Projekte starten. Also nur weil jetzt sich jemand Fleisch ab und zu mal gönnt oder sowas, heißt es ja nicht sofort, dass er ein schlechter Mensch ist. Wir waren alle mal so, jeder hat seine Gelüste gehabt oder war in dieser Denkweise gefangen und man kann auch wirklich nicht erwarten, von heute auf morgen die Denkweise von den Leuten zu ändern. Das klappt einfach nicht. Wenn halt jemand das nicht schafft, komplett auf Fleisch zu verzichten, dann muss er halt schrittweise daran arbeiten. Da kann man halt nichts machen und ihn deswegen nicht schlecht reden und runtermachen, weil dann wird er erst recht wahrscheinlich nicht zur veganen Lebensweise oder Rohkost kommen, weil er sich denkt, ja, der macht mich deswegen fertig oder so, dann so nett ist er ja in Wirklichkeit gar nicht, dann kann die Rohkost halt nicht so gut, sondern er assoziiert es sofort mit etwas Negativem, weil ich ihn halt so schlecht behandelt habe. Genau. Also, das ist halt immer so eine Sache, dass es halt wirklich viele, wirklich ein langjähriger Prozess ist und es ist halt auch zum Beispiel so, dass ich auch dem Gärtner halt auch, gibt es hier unterschiedliche Meinungen. Naja, man sollte das nicht aufs Feld auch rausbringen, man sollte das nicht aufs Feld rausbringen, man sollte da die Empfehlungen machen oder das ist das Optimalste zum Anbau, zum Düngen. Oder dass man zum Beispiel, es gibt auch Leute, die bio-vegan anbauen, also das heißt überhaupt keine tierischen Produkte oder sowas verwenden. Es ist halt einfach jeder seine Sache, wie er halt etwas anbauen möchte. Da gibt es halt
Also das, was ich einfach sagen möchte, ist, man sollte einfach nicht so dogmatisch sein und den Dingen auch wirklich ihre Zeit geben. Das ja. auch, egal, mit was man sich eigentlich beschäftigt. Genau. Da gibt es nicht, ja. Die Zeit, das ist wirklich schon. Also ich bemerke selber auch die Leute in meinem Umkreis, wenn die mich so betrachten, sage ich mal, meinen sie immer, ich zwinge sie immer zu irgendwas oder so, dass sie möchten immer, der lebt doch nach Rohkost, ja, der möchte auch mich jetzt auf die Weise bringen, aber ich möchte dich nicht auf die Weise bringen. Ja. Ich möchte halt dir nur vermitteln, dass ich mein Leben so lebe und ich möchte dich nicht zu nichts zwingen. Ja. Jeder soll sein Leben leben, wie er lebt, ja, und man kann sich ja langsam umstellen, ja, wenn man den Sinn auch versteht, warum ist das so, warum wurde das so jetzt produziert, ja, die Produkte, oder warum ist die Politik jetzt mittlerweile so entwickelt, ja, und aber noch nicht, sag ich mal, hilft der ganzen Welt, ja. Das ist halt ein Riesenproblem noch, ja, hier auf der, sag ich mal, Welt, ja. Und die Leute beschweren sich immer über Sachen, ja. Weil man soll sich nicht über Sachen beschweren. Man soll glücklich sein mit seinem Leben, wo man jetzt lebt gerade, ja. Weil wir leben hier in Deutschland. Wir haben alles, was wir haben, ja. Also ich bin wirklich glücklich mit meinem Leben, was ich alles hier habe, ja. Manche Leute in Afrika, die haben nichts, ja. Und die Leute beschweren sich hier immer andauernd über Sachen, ja. Wollen immer mehr und mehr, ja. Es ist schon für mich hier einfach so, also wir leben hier in so Luxusstaat, ja, der einfach nur alles haben möchte, ja. Und das finde ich halt nicht schön, ja. Und man soll seine Sachen wertschätzen, ja, deswegen, ja. Ja, ich finde es halt auch sehr interessant, weil du das gerade mit Afrika angesprochen hast, dass genau meistens die Leute mit dem wenigen, aber auch am glücklichsten sind, die tun das ja. auch wirklich wertschätzen, was sie haben. Und da ist es halt, wirklich so. Also ich kenne auch Leute in meinem Bekanntenkreis oder wenn ich es halt sehe, Leute in der Stadt so ein bisschen rumlaufen, ja, die Leute, die haben halt zum Teil immer so falsche Vorstellungen von dem, die wollen dann wirklich immer nur mehr, 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 um halt ja irgendwie auch zum Teil so eine Leere von sich zu füllen. Sie meinen halt, je größer mein Haus ist, je größer mein Auto oder was auch immer, desto glücklicher, desto besser geht es mir nicht, aber oftmals ist halt hier auch das Gegenteil der Fall. Und da finde ich es halt auch wirklich wichtig, nicht so diese dogmatische Lebensweise zu führen, weil die hatte ich am Anfang auch, das geht sowas von in die Hose, also das klappt einfach nicht. Anstatt mit dem Finger auf jemanden zu zeigen und jemanden bekehren zu wollen, ist halt wirklich wichtig, an sich selbst anzufangen, selbst in Wandel zu gehen und selbst die ersten Schritte zu machen, als Vorbild vorausgehen und einfach zeigen, einfach den Leuten zeigen, hey, es ist ein harter Weg, es ist nicht oft einfach, aber es ist möglich, ich zeige euch, wie es geht, und wenn ihr Unterstützung oder Begleitung braucht, dann könnt ihr zu mir kommen, könnt einen Rat von mir holen, einen Ratschlag, alles kein Problem. Aber die Energie verschwenden und jemanden hinterherlaufen und sagen, hey, du musst es aber so machen, die Lebensmittel musst du so kombinieren, du sollst das und das am besten machen, das funktioniert einfach nicht. Das klappt einfach nicht. Also da müssen einfach die, ja, muss man einfach die Leute unterstützen, soweit wie sie mit ihrer Umstellung oder mit ihrem Prozess sind, einfach so gut wie es geht unterstützen, aber auch nicht überstürzen. Ja, also das ist halt wirklich wichtig. Was mich auch zum Beispiel bei dir interessiert momentan, also ihr habt es ja, glaube ich, habe ich in einem Video gesehen, dass ihr sehr viel mit dem Fahrrad unterwegs seid, eure Kuriere-Jobs aufgegeben habt und versucht mit Minijobs alles Mögliche jetzt euch über Wasser zu halten. Also so ganz allgemein, kannst du mal zum Beispiel auch erzählen, wie ihr das macht oder wie ihr das überhaupt schafft.
Also das wäre eine kleine Inspiration für Leute, die halt jetzt vielleicht auch finanzielle Probleme haben und deswegen ihre Tätigkeiten nicht ausüben können, die sie zum Beispiel lieben. Weil wir leben in diesem System, es ist halt nun mal so, und um seine Träume auch wirklich zu verwirklichen, muss man halt auch finanzielle Mittel auftreiben können. Und das stimmt, ja. Genau. Genau, da kann ich dir jetzt genau was erzählen. Warum ich eigentlich selber freiberuflich und selbstständig sein möchte, ja, weil ich selber eine Ausbildung gemacht habe bei Fraport, ja, und da habe ich gemerkt, ich musste mich immer zwingen zur Arbeit, ja, und ich wollte einfach nicht mehr früh aufstehen, immer so um 6 oder 5 Uhr, ja, und mich irgendwo hinzwingen, wo ich keine Lust habe, ja, und dann habe ich selber gemerkt, du musst die Ausbildung endlich hinter dir bringen, ja. Und dann habe ich sie auch hinter mir gebracht im Juni 2017 und dann war ich endlich frei. Ja, gut, ich bin jetzt noch nicht ganz frei. Ich habe noch ein FSJ, aber das FSJ frei ist ja schon das Wort, ja, gibt dir ein bisschen mehr freie Optionen, ja, freiwilliges Sozialjahr. Und das habe ich jetzt auch bald beendet. Jetzt bald Ende August, ist jetzt auch nicht mehr lange hin. Jetzt habe ich noch Urlaub, gehe jetzt auch bald noch mal irgendwo weg, muss ich noch planen mit meinem Bruder. Und wie wir zu diesen freiberuflichen Jobs und wie ich halt zu meiner Selbstständigkeit gekommen bin, also die Selbstständigkeit habe ich selber angetreten im Jahr 2016 schon, also im November, weil ich habe mich immer beschäftigt, wie kann ich selbstständig werden, ja? Und da wollte ich halt als Personal Coach und als Ernährungsberater mich halt selber selbstständig machen und mache das jetzt schon fast knapp 2 Jahre bei Ask Charlie, bei Staff Service jetzt knapp fast, ja, halbes Jahr jetzt. Und da biete ich halt meinen Service an selber. Je nachdem, die Stunde biete ich halt, ist immer verschieden, von 49 bis 99, je nachdem, wie der Kunde es möchte, halt was er für einen Plan haben möchte oder, ja, passe ich das immer nach dem Plan an vom Kunden. Und gehe halt immer direkt vor Ort, natürlich mit dem Rad fahre ich immer hin, ja, weil, sag ich mal, durch das Autofahren hast du auch, wenn du kein Auto hast, hast du auch kaum Ausgaben, ja, weil das Fahrrad ist optimal, ja, die optimale Maschine, ja, eigentlich, dass du kein Geld ausgibst, ja, und da ersparst du dir enorm Geld, ja, und wir sind auch sehr, sag ich mal, im Geldmanagement sehr gut, also haben nicht sehr viele Ausgaben, sehr wenig Ausgaben. Und die Mikrojobs, die machen wir halt, da haben wir 5 Apps. Generell haben wir auch noch 3 andere Apps, ja. Aber das sind die 5 Haupt-Apps sozusagen, wo wir unser Geld verdienen, ja. Und das ist eigentlich für viele Studenten sehr ein guter Job oder auch für, sag ich mal, die jetzt noch sehr jung sind oder ja, noch Schüler sind, ja. Es ist optimal, so einen Job zu machen, ja, weil es ist eigentlich ganz einfach, man muss nur Fotos schießen, ja, von der Ware, man muss halt die Beschreibung richtig lesen, dass man das auch richtig macht, weil sonst werden halt nicht die Aufträge akzeptiert, ja. Aber wenn man es alles richtig macht, genau durchgelesen hat und die Fotos auch richtig angefertigt hat, ist es eigentlich ganz einfach verdientes Geld, ja. Und das ist halt, sag ich mal, man muss halt Sport machen, klar, man muss sich irgendwo bewegen, weil mit dem Auto in Frankfurt ist ein bisschen schlecht, also in der City, weil wir wohnen ja in der Nähe von Frankfurt, in Bad Vilbel, wir haben es gleich, wir wohnen, glaube ich, 2-3 Kilometer von Frankfurt entfernt, und mit Auto würde ich das eher nicht machen. Also mit dem Rad ist es viel besser, weil du kannst viel schneller in Orten sein, du kennst jeden Schleichweg, weil ich habe auch sehr gutes fotografisches Gedächtnis. Also ich kenne eigentlich jede Ortschaft in Frankfurt, also ich kenne jede Ecke sofort. Und das ist halt wichtig, dass man auch schnell da arbeitet, ja, weil dann kriegst du auch deinen Stundenlohn von circa 20 bis 30 Euro oder auch manchmal mehr oder weniger, je nachdem, ja, wie schnell du halt bist, ja. Und das macht mir auch Spaß, ja, weil ich bin in Bewegung selber, ja. Und treibt dann halt auch meinen Sport in der Zeit, ja, macht dann kurzzeitig meine Aufträge, ja, dauert halt vielleicht nur 5 bis 10 Minuten, je nachdem immer, wie schnell man ist, aber es macht mir halt Spaß, ja, und man ist frei von keinem, man wird von keinem angeschnauzt, von keinem Chef, ja, und man arbeitet für sich selber, ja, man ist selbstständig, ja, keiner schnauzt sich an, keiner kommandiert dich rum, ja, du
arbeitest an dir selber, ja, und arbeitest an den Produkten, welche du gerade registrierst, ja, und keiner stört dich dabei, ja. Und deswegen mag ich diesen Job, weil ich muss mit keiner Person reden, ja. Ich bin ganz still, ja. Ich muss einfach nur Fotos machen, das war's, ja. Und das mag ich halt am Job, ja. Nicht mit anderen Leuten oder Kollegen quatschen oder irgendwie über jemanden herumquatschen, diskutieren, ja. Da merke ich halt die Ruhe dann einfach, ja, bei diesem freiberuflichen Job, Mikrojob, ja. Klar, ich will auch mal was anderes machen, ja. Vielleicht will ich halt noch mehr drauf aufbauen auf dem hauptberuflichen Job, wo ich jetzt gerade bin, bei Ask Charlie und bei der Star Service Plattform. Gut, ich verdiene ja jetzt noch nicht sehr viel Geld, ja. Deswegen muss ich halt noch die Mikrojobs machen. Aber ich möchte halt, sag ich mal, bei der Ask Charlie und bei der Star Service Plattform noch mehr Kunden gewinnen, damit ich wirklich dann unabhängig halt bin und dass ich nicht mehr die Mikrojobs machen muss. Deswegen, das ist halt mein großes Ziel, weil, sag ich mal, bei der Selbstständigkeit, also bei der Ask Charlie Plattform und bei der Star Service Plattform kriege ich halt einen Stundenlohn mehr als wie bei Mikrojobs, klar. Aber es reicht halt noch nicht aus, deswegen muss ich halt noch die Mikrojobs machen. Und ich sag mal, das ist guter Einstiegsgehalt für junge Leute, ja, die jetzt nach Jobs suchen, ja, oder sich nicht irgendwo was binden wollen, ja, die frei leben wollen, ja, da würde ich so Mikrojobs am besten empfehlen, ja, weil du kannst, du stehst auf, du hast keinen Stress, du musst nirgendwo hin, ja, du kannst arbeiten, wann du willst, spontan, wie du möchtest, zu jeder Zeit, Uhrzeit, ja, und ja, das finde ich halt klasse an dem Job, ja. Okay, du hast ja in der Einleitung erwähnt, dass wir ein bisschen auch über das Fasten reden, ganz allgemein. Müssen wir jetzt nicht ganz so lang diskutieren, sage ich mal. Aber ja, machen wir es mal ganz kurz, was wir für Fastenarten gemacht haben, welche Erfahrungen wir gemacht haben und genau, also einfach, in welchem Stadium sind wir halt momentan, was haben wir ausprobiert, wie ging es uns dabei, einfach so, einfach unsere Erfahrungen schildern, weil ja viele doch Angst haben, beziehungsweise auch oftmals unsicher sind, wie sie halt das Fasten angehen oder dass da halt auch ziemlich viel schieflaufen kann. Also würde ich einfach mal sagen, dass du nochmal weiterredest, welche Fastenerfahrungen du gemacht hast oder ob du momentan fastest oder sowas und dann rede ich vielleicht über meine Erfahrungen. Genau, also ich habe erstmal mit der 16-8 Strategie angefangen, also Fastenstrategie. Also das heißt 16 Stunden Fasten und dann 8 Stunden halt in der Zeit kann man schlemmern sozusagen. Also Fasting, Feasting heißt es auf Englisch selber. Und in der Zeit kann man halt von 12 bis 8 Uhr, je nachdem kann man, habe ich auch früher, wo ich noch Kochkost gegessen habe, habe ich wirklich in der Zeit fast durchgehend gegessen immer in der Zeit halt, ja. Da habe ich nicht eine Mahlzeit oder so zwei Mahlzeiten. Ich habe wirklich mehrere Mahlzeiten in dem Zeitraum gegessen, aber war viel glücklicher. Und ich habe auch gemerkt, mein Magen hatte gar nicht so Verdauungsprobleme gehabt. Also war viel besser verdaulich, ja, weil wegen der Organuhr halt, ja, wegen dem Biorhythmus, war das viel besser als wie später am Abend oder in der Nacht zu essen, ja. Fand ich das halt wirklich sehr gut, den Zeitraum von 12 bis 8 Uhr, ja. Weil morgen früh beginnt ja meistens die Ausscheidung, ja, und das ist meistens zwischen 4 und 12 Uhr. Da soll man eigentlich in der Regel gar nichts essen, ja, oder trinken, ja, weil der Körper so am besten entgiften kann. Und dann in der Zeit von 12 bis 20 Uhr ist eigentlich die beste Aufnahme der Nahrung, ja. Und dann zwischen 20 und 4 Uhr ist dann wieder die Ausscheidung sozusagen, ja. Das heißt, da sollte man wieder nichts essen. Ja. Deswegen finde ich es so optimal, auch diese 16-8-Strategie für Beginner ist sehr leicht eigentlich. Ja. Weil ich habe mal so ein Experiment mal gemacht mit so einem Kollegen bei mir. Ja. Ich habe ihm gesagt, das schaffst du doch auch, deine erste Mahlzeit um 12 zu essen. Ja. Du brauchst doch kein Frühstück. Das schaffst du doch bis 12. Ja. Er hat es geschafft bis 12 Uhr. Ja. Hat er dann seine erste Mahlzeit gegessen und hat gemerkt, ja, okay, jetzt merke ich nicht so eine Trägheit, so wie am Morgen früh halt, weil viele merken immer so eine Trägheit, wenn die gleich ihr Brötchen gegessen haben, ja, merken die sofort eine, ja, so eine Energielosigkeit, ja. Und da habe ich mir halt gesagt, iss doch mal dein Brötchen oder dein Mittagessen mal um 12, dann wirst du auch bestimmt nicht so trübe sein, ja, und das hilft schon ein bisschen was, ja. Deswegen finde ich halt 16 Stunden Fasten sehr gut eigentlich, ja.
Also für Beginner, ja, es ist sehr, sehr klasse. Und klar, wenn man es dann weiter angehen möchte, klar, noch höher angehen möchte, so wie bei mir jetzt mittlerweile, ja, Saftfasten. In der Woche, wo ich jetzt beim Edersee war, hatte ich fast nur jetzt Fermentationsgetränke getrunken, ja. Also ich habe mir was gekauft. Ich habe mir so Sojatrink gekauft und dann habe ich mir extra immer Hefe hinzugegeben, damit das Produkt wieder lebendig wird, ja, weil der Sojatrink ist ja abgekocht nochmal. Und dann habe ich mir Hefe hinzugegeben, dann ist aber die Flasche, boom, aufgegangen, ja. Habe ich nur für 3 Stunden aufgelassen, aber dann habe ich gemerkt, wieder diesen Fermentationsgeschmack. Und da habe ich gemerkt, das Produkt war wieder lebendig und davon habe ich mich halt eine Woche so getrunken, ja. Und fand das eigentlich auch gar nicht schlecht, ja. Weil dann hatte ich halt weniger, sage ich mal, ein bisschen Sprossen, aber es ging trotzdem, ja. Also fand ich eigentlich auch sehr gut. Also Saftfasten finde ich eh das Beste, ja. Bist sehr leer, rein, ja. Und hast eigentlich auch gar keinen wirklich wahren Hunger, ja. Weil wir Menschen bestehen ja eigentlich aus Wasser, ja. Und wir brauchen eigentlich Wasser und Wasser, ja. Das ist wirklich so. Oder Säfte, ja. Und wer wahren Hunger hat, der muss wirklich noch länger fasten, ja. Wirklich mal 7 Tage trocken fasten. Dann kommt vielleicht der erste wahre Hunger, aber das ist auch kein wahrer Hunger, das ist einfach nur Geschmack wieder dann, ja. Deswegen, man muss sich klar die Zeit dafür finden, so was, sag ich mal, umzuentwickeln, ja. Das braucht halt Zeit, ja, mit dem Saftfasten. Das hat auch bei mir Ewigkeiten gebraucht, ja. Aber bei mir ist es mittlerweile so, ich habe jetzt schon, ja, 8, 9 Tage wieder Saft gefastet, ja. Das heißt, sonst hatte ich, vor 9 Tagen hatte ich meinen letzten Smoothie gegessen gehabt. Bananensmoothie habe ich einfach verzeiht. Aber ich sag mal, das ist auch für mich eigentlich auch noch eine Trinkvariante, ja, weil ich es auch in flüssiger Form noch verzehre, ja. Weil Essen verzehre ich eigentlich gar nicht mehr, ja. Ich verzehre eigentlich alles in flüssiger Form, ja. Und weil das Kauen, da muss man halt bewusst kauen, ja. Und das braucht man halt, muss man, sag ich mal, die Zeit sich dafür finden, ja. Ich finde mir eigentlich auch die Zeit, ja, wie ich auch im Winter haufenweise Buchweizensprossen auch bewusst immer gekaut habe, 150 Mal, ja. Aber das ist halt, je nachdem, wenn der Mensch, sag ich mal, sich nicht die Zeit dafür findet, dann lohnt sich eigentlich auch gar nicht kauen, ja. Da ist es besser in Smoothie-Form oder in Lubrikator-Form oder in Saftform, sowas zu verzehren, weil dann kriegst du sofortige Energie, ja. Und die Verdauungsarbeit ist dann nicht so hoch, ja. Ist viel geringer. Und das wäre halt eine Variante, ja. Das Basenfasten ist auch sehr gut, ja. Aber ich finde es halt besser in flüssiger Form als wie in fester Form. Deswegen, ich weiß, es ist für viele Leute schwer, sowas aufzugeben, ja. Die sollen ja auch gar nichts aufgeben, ja. Man muss sich da langsam ranarbeiten, ja. Und das braucht halt Zeit und Geduld. Und dann noch eine Fastenart, ist klar, das Trockenfasten oder auch das Sonnenfasten, ja, finde ich halt super, ja, weil ich merke selber, die ganze Woche war ja jetzt schon die ganze Woche Sonne, ja, ich habe gemerkt, die Sonne, die gibt wirklich nur Energie, ja. Danach kam irgendwie wieder so Durstgefühl, ja, Geschmacksgefühl, ja, ich will was trinken, ja, aber eigentlich nochmal bräuchte ich das auch nicht, ja, weil die Sonne eigentlich viel mehr Energie gibt, ja, und die ist belebt eigentlich, ja. Und das habe ich gemerkt auch, wo ich am Wasser war, ja, das Wasser gibt dir auch sehr Energie, ja. Wo ich beim Edersee war, war sehr schön, ja. Oder auch der Wald, ja, gibt dir halt die Terpene, ja, das Chlorophyll, ja, auf, ja. Und das bemerke ich mehr, wenn du deine Natur mehr außen bemerkst, brauchst du eigentlich auch gar nichts mehr an Nahrung, ja. Dann nimmst du halt die Nahrung von draußen, aus der Luft, aus der Sonne, aus dem Wald, aus dem Wasser, ja, das sich bestrahlt, ja. Und das braucht halt Zeit alles, ja. Und genau, das waren jetzt so meine Fastenmethoden. Und klar, das braucht jeder Mensch ist jeder sein eigenes Individuum und jeder sollte halt, sag ich mal, wenn er mit Fasten anfängt, mit der 16-8-Strategie anfangen. Für Beginner ist es eigentlich sehr leicht zu beginnen, ja. Du kannst 8 Stunden am Tag essen, ja, in dem Zeitraum. Ist mir egal, wie viel du isst, aber du kannst von 12 bis 20 Uhr, ist, glaube ich, für keine Person schwer, ja, sowas zu schaffen, ja. Und man braucht nicht morgen früh zu essen, ja. Das
man muss erstmal wach werden, ja. Der Kreislauf muss erstmal wach werden, du musst selber wach werden, ja. Weil wenn ich mir was morgen schon gebe, auch einen Saft morgen früh, dann geht es mir gleich auch schlecht, da merke ich das. Ja? Deswegen, ich muss erstmal wach werden, rausgehen, in die Luft ein bisschen atmen, ein bisschen Chi sammeln. Ja? Und dann habe ich die Energie geladen und dann fühle ich mich auch viel besser. Deswegen ist halt auch nicht nur die Ernährung wichtig, sondern auch halt die anderen Part wichtig, dass man die sammelt. Ja, ja, das ist halt ja bei mir genauso. Also wenn ich nach dem Aufstehen da mal erstmal so eine Stunde bis eine Stunde, 15 Minuten so meine ganzen Tai Chi Aufwärmübungen und meine 85er Form, weil da merkst du einfach, wenn du halt müde bist, wie energetisiert du danach bist, wie entspannt und ruhig, und danach gehe ich meistens raus aufs Feld vom Fahrrad oder so. Und ja, da habe ich auch nicht so einen großen Hunger, das Bedürfnis, weil ich halt in einem Dorf wohne, habe weit in der Nähe gute Luft, frische Luft, auch momentan sehr viel Sonnenschein, was ich mir auf die Haut drauf tue. Also das ist einfach wunderbar. Ganz allgemein, also ich habe auch mit der, also intermittierendes Fasten nenne ich das halt, oder das Intervallfasten, das ist halt, damit habe ich auch angefangen, auch ganz normal erst ab 12 gegessen und um 6, glaube ich, schon aufgehört. So habe ich angefangen, also ja, es ist noch eine Stufe höher, es gibt 18:6, da gibt es aber auch viele verschiedene Varianten. Genau, das waren auch meine ersten Erfahrungen, weil es einfach, ja, es ist halt der beste Einstieg, sage ich mal. Also das ist einfach eine kleine Ungewöhnungsphase, vielleicht das Frühstück wegzulassen, aber das schafft normalerweise jeder. Und was ich auch schon gemacht habe, ist auch eine Woche Saftfasten zweimal, aber da habe ich nicht auf meinen Körper gehört und zu viele Gifte und alles Mögliche rausgeladen, habe mich dann auch wirklich schlecht gefühlt. Die ersten 3 Tage gingen gut, aber dann nicht auf meinen Körper gehört, und das ist eigentlich das Wichtigste, dass man das Fasten auch dann rechtzeitig abbricht, nicht, dass es dann zu stark wird, wenn du keine Kraft oder Energie hast für Bewegung oder Lymphsystem oder anzuregen oder deine Meridiane, dann machst du einfach nur viel mehr Schaden, weil die ganzen Toxine in deinem Blutkreislauf sind und die kommen nicht raus, die wird schwindelig, schwarz vor Augen, da muss man wirklich auf seinen Körper hören, eventuell auch mit Einläufen nachhelfen oder so, aber man sollte schrittweise anfangen mit dem Fasten und nicht sich mit anderen messen. Also wer mit einem Konkurrenzdenken ins Fasten reingeht, ja, der hat jetzt schon Trockenfasten probiert, jetzt mache ich das auch, und du bist da, und der hat jetzt zum Beispiel 10 Jahre Rohkosterfahrung. Ja, der hat wahrscheinlich schon, ist viel weiter, viel gereinigter im Körper. Der kann sich sowas eher erlauben. Du vielleicht erstmal ruhig machen, mach erstmal Erfahrung mit Wasserfasten oder Saftfasten. So ganz allgemein, was man halt auch bei dem Fasten berücksichtigen sollte. Was ich jetzt momentan mache, ich hatte über den Winter die Ernährungsmethode von Noon Almond Raw durchgeführt, der halt nur eine Mahlzeit am Tag ist und 23 Stunden fastet. Habe ich auch ausprobiert, war auch wieder eine Umgewöhnungsphase, ging es mir am Anfang auch schlechter. Aber wenn man sich auch dran gewöhnt hat, dann geht's eigentlich. Aber jetzt, da ist halt allgemein so, dass ich halt mittags dann immer einen Saft getrunken habe. Also bis 12 habe ich dann immer Saft getrunken. Davor habe ich eigentlich überhaupt nichts getrunken, weil ich jetzt auch hier viel draußen in der frischen Luft bin und in der Sonne im Wald auch viel bin. Und da habe ich auch nicht oft kein Durstgefühl, sage ich mal, außer es ist mal so richtig heiß und ich habe schon viel Sport gemacht. Dann trinke ich vielleicht mal um 11 oder sowas kurz mal was. Aber sonst in der Regel so ab 12 oder 1 ein Liter Saft oder so, was halt bei mir im Garten halt wächst oder hier in der Umgebung. Und sonst, was ich jetzt momentan mache, ist, weil jetzt die ganze Obstsaison und die Früchte sind, dass ich eine Obstmahlzeit, also so um 14 Uhr zu mir nehme, also so Wassermelonen, Beeren halt, Mono halt. Das nehme ich dann zu mir, mache halt ein bisschen Sport, mein Tai Chi, mein Krafttraining halt dann, und dann am Abend halt dann nochmal. Ich mache mir da persönlich keinen Smoothie, ich esse halt die Gurken, die Zucchinis, alles aus meinem Garten frisch, also da nehme ich mir schon die Zeit und kau das halt auch richtig, weil ich persönlich finde es noch ein bisschen schade, wenn ich das ganze Zeug selbst anbaue, dass ich dann, ja,
ich nehme mir ja schon die Zeit und baue das an. Deswegen kann ich mir auch die Zeit nehmen und das kauen. Und so Tomaten, Gurken sind schon ein bisschen wasserhaltiger und dann kann man auch meist nicht so, versucht man halt lange zu kommen, geht er dann irgendwann nicht mehr. Bei Buchweizen ist das schon ein bisschen was anderes, sage ich mal. Buchweizensprossen, die habe ich auch probiert, aber die bekommen mir irgendwie nicht mehr. Ich weiß nicht, da die sagen mir jetzt eigentlich nicht mehr so zu. Da möchte ich lieber die Erzeugnisse aus meinem eigenen Garten probieren. Also so ganz allgemein, also intermittierendes Fasten mache ich auch. Also ich esse erst ab 2 halt, davor um ca. 12 bis 1 einen grünen Saft, dann die Obstmahlzeit und dann nach dem Sport, nach dem Training dann meine Abendmahlzeit auch mal mit Avocado, damit ich halt auch ein bisschen Fett habe und so einen kleinen Puffer für eventuelle Toxine und Schwermetalle, aber sonst halt eigentlich alles, was in meinem Garten wächst oder beim regionalen Produzenten einfach alles frisch und ja in der Früh und dann trinke ich auch nichts mehr nach der Mahlzeit und bis circa 11 bis 12 trinke ich dann auch den ganzen Tag nichts mehr, also es war schon fast so dabei Trockenfasten, was ich mache, aber das ist auch wieder ist so eine Gewöhnungsphase und da sollte jeder schrittweise rangehen, wie gesagt. Also das ist ja das, das Wichtigste. Also das Konkurrenzdenken beim Fasten ist sowas von fehl am Platz. Also wenn du so eine Einstellung reingeht, dann sage ich, hey, mach's lieber nicht. Das wird nicht gut enden. Nee, da gebe ich dir recht. Jeder muss auf seinen eigenen Körper hören. Jeder muss sein Gefühl haben. Ja. Keiner soll sich Druck machen von jemandem. Ja. Wenn jemand sagt, ja, ich mache das gerade, dieses Fasten. Ja. Jeder soll seine eigene Methode leben. Ja. Und weil sonst führt das nur zu Zwang und zu Konkurrenz. Ja. Und dann ist man viel unglücklicher damit. Ja. Man muss selber an sich testen, ja, okay, jetzt kann ich den nächsten Schritt angehen. Aber das braucht halt alles Zeit, ja. Und da braucht man halt die Zeit dafür, ja. Und wenn du jetzt gerade auf dem Weg bist, dann bist du halt auf dem Weg, ja. Und ich bin gerade auf meinem Weg, auf meiner Phase, ja. Und jeder hat seinen eigenen Weg, ja. Und macht auch seine eigene Erfahrung. Also ich respektiere jede Person, egal was sie verzehrt oder egal was sie trinkt oder egal. Ich respektiere alle Leute, ja. Weil ich liebe alle meine Mitmenschen wirklich, auch ob Kochköstler oder ja, Rohköstler oder Vegetarier oder je nachdem, ich liebe alle meine Mitmenschen, ja. Und es ist halt wichtig, dass man auch mich auch respektiert, ja, auch wie ich lebe, ja. Weil viele Leute respektieren mich nicht wieder, ja. Deswegen, ich respektiere jede Person, aber viele Leute respektieren mich auch nicht. Deswegen fände ich schöner, wenn alle Leute sich gegenseitig respektieren. Und dann wäre es echt mal. Könnte man vielleicht auch den Weltfrieden finden. Ja, sich erstens seine eigenen Erfahrungen machen, das ist halt wichtig. Ich kann mir zig Sachen aus dem Buch lesen, aber das ist eine Erfahrung von einem anderen Autor. Ich habe andere Lebensumstände, mein Körper ist anders verunreinigt oder belastet. Ich muss einfach selbst meine Erfahrungen machen und da ist einfach wichtig, sich gegenseitig zu unterstützen. Ich meine, warum sollte ich mir die Energie aufnehmen und einfach Hass verbreiten? Das ist einfach nur Energieverschwendung und dann denke ich mir lieber, ja, komm, unterstützen wir einfach uns gegenseitig, egal wie man sich ernährt, egal welche Hobbys man hat oder sowas. Ist so, wir sind alle auf diesem Planeten, wir sind alle eine Spezies. Also klar, es gibt viele schlechte Dinge aber da, auf dieser Welt und wir haben sehr viele Probleme, aber nur gemeinsam können wir es am besten lösen. Ich alleine kann die ganzen Probleme nicht lösen, das schaffe ich nicht. Da müssen wir einfach zusammenarbeiten und einfach mal wieder als Mensch denken und sich gegenseitig unterstützen, unabhängig von irgendwelchen Glaubenssätzen oder irgendwie so einfach respektieren, tolerieren und sich gegenseitig akzeptieren und unterstützen. Das ist eigentlich das Wichtigste und das ist halt auch die den Prozess und die Erfahrung, die ich halt jetzt momentan mache mit meinen Eltern und meinem Vater und alles Mögliche, die waren ja auch ein bisschen kritisch mit der Ernährungsumstellung, wollten halt nicht, dass ich auch Rohkost bin, aber jetzt, nachdem ich halt mit so meine dogmatische Denkweise abgelegt habe, akzeptieren sie das und sie unterstützen mich halt auch, damit ich meine Träume und meine Ziele auch wirklich erreichen kann. Genau, und zum Abschluss möchte ich dann nochmal so ein bisschen philosophieren, weil ich jetzt so Träume und Ziele angesprochen habe, ist,
jeder Mensch hat ja so seinen unterschiedlichen Sinn des Lebens, seine unterschiedlichen Ziele und Träume, die er verwirklicht. Dann möchte ich einfach mal so ganz kurz vielleicht von dir erfahren, wo siehst du dich oder was möchtest du einfach in deinem Leben erreichen? Wohin arbeitest du hin, sage ich mal, oder was macht dich glücklich? Das möchte ich aber vielleicht noch mal ganz kurz wissen als Abschluss. Also mein, sage ich mal so, mein Ziel, meine Philosophie oder so, meine Lebensweise ist so, also ich sage mal, ich möchte gerne halt in einem freien Staat leben, ja, und einfach in Freiheit leben einfach. Ohne Sorgen, ohne Probleme. Einfach frei leben. Einfach autark leben, ja, irgendwann mal, ja. Und das ist die, sag ich mal, Geldsysteme und so, alles Politiksysteme endlich mal beiseite sind, ja, und dass die es nicht mehr gibt. Und das wünsche ich mir halt aus ganz großem Herzen, dass jeder Mensch frei lebt und dass ich, sag ich mal, auch, dass ich mir noch mehr bewusster in allen Sachen werde. Und ich bin schon froh, dass ich den Weg gegangen bin jetzt, ja. Ich bin wirklich glücklich, auch dankbar dafür, ja. Und ich freue mich, was noch weiteres kommt, halt auf die Zukunft, ja. Weil ich merke, jeder Tag wird bei mir immer besser und ich merke mehr und mehr Lebensvitalität, mehr Lebenskraft jeden Tag. Und wenn das jeder Mensch halt so mal empfinden würde, ja, diese Lebenskraft, Lebensvitalität, ja. Weil viele Leute kennen das nicht, dieses Gefühl, ja. Und wenn es halt mehr Leute wertschätzen würden, ihr eigenes Leben zu leben, ohne irgendwie Zwang und Zeit oder so, ja, dann wäre es wirklich ein wahres Leben, ja. Und dann ist halt schwer, aber ich möchte halt diesen Weg gemeinsam mit Gleichgesinnten oder auch je nachdem Ungleichgesinnten versuchen zu gehen. Und ja, das waren meine Worte. Alles klar. Ja, also soll ich auch nochmal über meine Träume und Ziele reden, oder? Genau, kannst du nochmal zum Schluss deine Worte sagen und dann machen wir für heute dann Schluss, gell? Ja, genau, also bei mir ist es halt jetzt auch, ja, meine sind halt so ein bisschen konkreter, sage ich mal, aber im Grunde genommen stimmen sie auch ein bisschen mit deiner Lebensweise oder mit deinen Träumen und Zielen auch mit ein. Also mir persönlich mal das Gärtnern und die Selbstversorgung richtig viel Spaß. Und da ist auch mein Traum, irgendwann vielleicht ins Ausland auszuwandern, sozusagen. So Mexiko, Costa Rica hatte ich eigentlich vor, so in Lateinamerika. Dort so eine Selbstversorgung oder eine Permakultur nach Sepp Hölzer zum Beispiel aufzubauen oder allgemein eine Erfahrung machen, dort eine Selbstversorgung machen und einfach in der Natur leben, nachhaltig leben, mein eigenes Zeug anbauen, eventuell auch in einer Gemeinschaft mit anderen Gleichgesinnten, dass wir uns halt selbst versorgen können, dass wir die Region unterstützen können und hier einfach der Natur etwas zurückgeben, nachhaltig anbauen und die Natur uns dann dafür natürlich auch belohnt, also dieses klassische Geben und Nehmen einfach. Und weil ich halt, das ist halt das eine, so diese Selbstversorgung, im Einklang mit der Natur halt leben, einfach eine Gemeinschaft mit Gleichgesinnten, wie gesagt, unabhängig von irgendwelchen Systemen, also vom Geldsystem oder so, einfach halt sich selbst sozusagen versorgen, alles, was wir brauchen, sollen wir uns selbst herstellen, selbst aufbauen, wenn wir bestimmte Bedürfnisse haben, eigentlich alles so gut wie es geht selber machen. Und das Zweite ist, weil ich halt sehr viel Tai Chi mache und auch ja, bekennender Zen-Buddhist oder mich auch mit der Shaolin-Lebensweise sehr identifiziere und ich auch mit dem Tai Chi schon angefangen habe und mein Lehrer sagt auch, oder mein Meister, Tai Chi ist ein Weg, den geht man ein und das ist einfach ja, ein Lebensweg, sage ich mal. Deswegen möchte ich auch irgendwann mal so Zen-Meister oder sowas werden. Und deswegen übe ich eigentlich täglich 2-3 Stunden mein Tai Chi. Schaue mir so Shaolin-Übungen an. Und genau, das sind so meine zwei Sachen. Also so ja, Shaolin-Meister, Tai Chi-Meister, sowas zu werden und eine eigene Selbstversorgung in so auswandernden tropischen
Gebilden wie Costa Rica, Mexiko, sowas genau. Ja, einfach ein glückliches Leben, das wir eigentlich jeder führen. Genau. Super, Christian. Also, gut, dann beenden wir heute das Video gemeinsam. Und hat mich wirklich gefreut, Cranky Raw, dass du an dem Zoom jetzt teilgenommen hast. Und ja, ich fand es wirklich klasse, mit dir heute über das Thema Fasten, Gesundheit, Ernährung und weiteren Themen zu reden. Und hoffe, dass wir auch mal wieder gemeinsam was machen können. Und ja, hoffe. Also, vielen Dank auch, dass du die Zeit gefunden hast für das Gespräch. Und ja, wie gesagt, ich hoffe, wir können sowas öfters machen, so Interviews einfach so gelassen aussprechen. Muss nicht unbedingt eine Aufzeichnung sein, ich sag mal, so ganz normale Gespräche über den Alltag, einfach so nette Konversationen zu machen, bringt ja auch schon was. Also einfach sich austauschen, Vernetzung, das ist halt auch wichtig, die Vernetzung. Und wie gesagt, vielleicht sieht man sich auch irgendwann persönlich, da könnten wir auch irgendwann mal was ausmachen, wenn wir mal in der Gegend sind oder ein größeres Treffen geplant sind, dass wir uns vielleicht auch mal gemeinsam treffen oder so. Weiß ich nicht. Die Zeit zeigt sich, aber ich würde mich freuen, wenn wir uns dann wieder hören, wieder sehen. In diesem Sinne, vielen Dank und habt eine schöne Woche, habt eine schöne Zeit und genießt die herrlichen Tage. Dir auch, ja. Alles klar.